Willkommen zu unserem Vortrag zur Envisio-Methode, einem Verfahren zur Homogenisierung und Verknüpfung heterogener Daten aus unterschiedlichsten Quellen, mit dem neue Verwendung bestehender Datenbestände ermöglicht bzw. vereinfacht werden können. Zur Einführung dieser Methode möchte ich zunächst mit einem Beispiel beginnen. Ich nehme an, ich arbeite in einer kommunalen Verwaltung und habe Zugang zu zwei verschiedenen Datenbanken, die einerseits Tabellen zum Straßen- und Stadtteilverzeichnis und andererseits Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr enthalten. Ich möchte nun aus der Verbindung dieser beiden Datenbanken zum Beispiel eine Routenplanung realisieren. Ich erstelle dazu ein Datenmodell, das aus Verbindung von Objekten aus den Ausgangsdaten und deren Attributen besteht und spiele dann die Daten aus den Eingangsdatenbanken in dieses Modell ein und kann das dann zum Beispiel einem Dienstleister zur Verfügung stellen, der daraus eine Routenplanung entwickelt. Als nächstes Projekt könnte ich zum Beispiel diese Daten für eine kommunale Lärm- und Emissionskartierung verwenden. Wieder analysiere ich die Daten und erstelle ein Datenmodell, was aus den Attributen in Verbindung besteht, konvertiere die Daten und stelle es der Fachapplikation zur Verfügung. Mit den gewonnenen Erfahrungen könnte ich nun zum Beispiel Anwendungen entwickeln, die externe Daten enthalten. Also zum Beispiel kann ich mir von den benachbarten Kommunen Daten zur Verfügung stellen lassen und ein regionales Mobilitätsmanagement aufbauen. Also bei jeder neuen Anwendung erstelle ich ein Datenmodell, spiele Daten ein, konvertiere diese und kann damit Anwendungen realisieren. Das Problem dabei ist, wenn ich neue Datenbestände in diese Modelle integrieren will, muss ich bei jeder Verwendung immer wieder eine neue Konvertierung durchführen. Alternativ dazu soll das Envisio-Modell, um das es in diesem Vortrag gehen soll, diesen Vorgang vereinfachen. Das passiert, indem wir zunächst alle Eingangsdaten in eine homogene Datenbank importieren und dann die Fachapplikation aus dieser homogenen Datenbank bedienen. Ein zusätzlicher Datenbestand erfordert dabei dann nur eine Konvertierung in das System und eine zusätzliche Anwendung erfordert nur eine Konvertierung aus dem System, also nicht eine Kombination aus Eingangs- und Ausgangsdaten. Die Voraussetzung für Interoperabilität ist dabei eben die Harmonisierung und die Verknüpfung dieser Daten. Die Harmonisierung bedeutet, dass wir immer wiederkehrende Strukturen einsetzen, damit wir ein leicht verständliches Modell erhalten, was dann auch einfach weiterverwendet werden kann. Die Verknüpfung ist notwendig, um die Komplexität der Realität abzubilden. Die Vereinfachung der Harmonisierung geht natürlich einher mit einer Reduktion und um das zu kompensieren, sind Verknüpfungen notwendig. Der zentrale Leitsatz für uns bei der Verwaltung öffentlicher Daten ist dabei, dass diese Daten eben nicht nur offen und die Software quelloffen sein soll, sondern der Fokus auf der Zugänglichkeit liegen muss. Ein einfaches Modell ist dabei notwendig, dass ich die Daten nicht nur abrufen, sondern eben auch verstehen kann. Die Envisio-Plattform besteht dabei aus einer Anzahl von Komponenten. Im Kern liegt bei uns dabei eine PostgreSQL-Datenbank, die hier symbolisch auf der linken Seite die homogenen Strukturen mit ihren Verbindungen enthält und auf der rechten Seite anwendungsabhängige Szenarien, die neu zusammengestellt werden können. Des Weiteren gibt es einen Import, der aus den Eingangsdaten die Homogenisierung durchführt und in die Datenbank einspielt. Das passiert bei uns durch die Verwendung von Open-Source-Bibliotheken, also die Verwendung von proprietäre Software ist dabei nicht notwendig. Auf der anderen Seite ist die Exportierung der Daten durch einen OpenAPI-spezifizierten Dienst ermöglicht und auch da setzen wir wieder auf Open-Source-Lösungen. Es gibt noch eine Anzahl von Administrationswerkzeugen und Visualisierungen, die es den Nutzern erlauben, mit den Daten umzugehen bzw. Verbindungen zu entdecken, die vielleicht vorher nicht offensichtlich waren. Im Folgenden möchte ich die Schritte, die in dem Verfahren notwendig sind, im Detail beleuchten und fange damit wieder mit einem Beispiel an. Hier betrachte ich die Fahrplandaten, die im Delphi-Projekt enthalten sind und habe hier exemplarisch drei Datenmodelle, Route, Trip und Stop, aufgeführt, die ihrerseits die Daten für eine Verbindung und eine einzelne Fahrt und eine Haltestelle repräsentieren. Die Details sind nicht ganz so wichtig, aber das Wesentliche ist, dass jede dieser Datenmodelle ein
einen Identifikator enthält und darüber hinaus Foreign Keys in andere Tabellen und dann schließlich die eigentlichen Sachattribute, was sowas wie Namen, Beschreibung, geografische Daten oder numerische Daten sein können. Das Wesentliche ist, dass dies ein phänomenologisches Modell ist, also jedes einzelne Datenmodell gespeichert in einer Tabelle enthält Attribute, die spezifisch sind für das Modell und kann damit in einer Fachapplikation direkt verwendet werden. Das Problem für die Datenverwaltung und Verarbeitung ist allerdings, dass sich diese Modelle von Tabelle zu Tabelle unterscheiden und ich damit jeweils wieder andere Werkzeuge benötige, um diese zu verarbeiten. Im Gegensatz dazu verwenden wir bei Invisio homogenisierte Datenmodelle. Das heißt, eine Umwandlung ist erforderlich und das passiert im Wesentlichen in zwei Schritten. Zuerst werden die Eingangsmodelle aufgetrennt nach Standardfeldern, also sowas wie Name oder Typ, und nach Sachattributen, die modellspezifisch sind. Nach dem Auftrennen des Modells wird es dann wieder neu verknüpft und dies kann passieren einerseits durch Foreign Keys, die in den Ausgangsdaten enthalten sind und auf andere Tabellen verweisen, aber andererseits zum Beispiel durch identische Attribute, die in Objekten enthalten sind oder geografische Regeln, die die lokalen Beziehungen zwischen den Objekten widerspiegeln. Die Verknüpfungen zwischen den Objekten sind dann ihrerseits auch wieder Objekte ersten Ranges und ich kann aus denen zum Beispiel dann die Bedeutung der Verbindung ablesen, also sowas wie zu welchem Fahrplan gehört eine einzelne Haltestelle oder in welchen Verbindungen ist das vertreten. Das Datenmodell bei Invisio sieht dabei wie folgt aus. Ich habe für alle Klassen ein Basisobjekt, also sowohl die Haltestellen als auch die Fahrten sind in solchen Basisobjekten gespeichert. Die Klasseninformationen und Objektinformationen und eben die Standardfelder, die über die meisten Klassen hinweg identisch sind, enthalten. Sachattribute, die sich von Klasse zu Klasse unterscheiden, sind in Attributstabellen gespeichert. Und dann gibt es die Verbindungen zwischen den Objekten, die in Verbindungstabellen abgelegt sind, die ihrerseits auch wieder eine Klassen-ID haben. Das Wesentliche hierbei ist, dass diese drei Tabellen bei allen Quellen identisch sind. Das heißt, es ist ein quellunabhängiges Modell und ich kann dasselbe Werkzeug für alle Quellen wiederverwenden, weil sich das nicht unterscheidet. Der Kern ist also, dass ich diese Basisobjekte, Sachattribute und Verbindungen verwende, um alle Betrachtungsobjekte, Prozesse und Handlungen der Realität abzubilden. Darüber hinaus sind auch die Metadaten in identischen Strukturen enthalten, also zum Beispiel das Input-Mapping oder die Klassenbeschreibung mit Feldern von Tabellen, Zugriffsrechte für Nutzer und so weiter. Verbindungen können dabei sowohl zwischen Objekten in der Realität, also eine Fahrt und eine Haltestelle ist miteinander verknüpft, aber eben auch zwischen Objekten aus der Realität und ihren Metaobjekten, also die einzelnen Objektinstanzen, die in der Realität auftreten, zum Beispiel mit den Klassenobjekten, die die gesamte Klasse beschreiben. Darüber hinaus gibt es auch Verbindungen zwischen Metaobjekten selbst, also sowas wie bei Prozessabhängigkeiten, Import-Export-Prozesse, Datenfelderbeschreibung und so weiter. Und das Wichtigste dabei ist, über alle diese Ebenen hinweg werden immer wieder dieselben Strukturen verwendet, sodass ich dieselben Werkzeuge verwenden kann, um jegliche Daten zu verarbeiten. Die Kehrseite dieses Prozesses ist der Export und das funktioniert bei uns in Form eines API-Services. Dieser Dienst liefert Zugriff auf Objekte und Verbindungen, aber eben auch auf die Selbstbeschreibung des Modells. Der Dienst ist spezifiziert nach OpenAPI Specification und sollte damit einfach in Applikationen implementierbar sein. Über die Objekte und Verbindungen des Invisio-Modells selbst hinaus gibt es auch noch die Szenarien, auf die zugegriffen werden können, wo bestehende neue phänomenologische Sichten verfügbar gemacht werden, die dann wieder weiterverarbeitet werden können. Es gibt da verschiedene Anwendungen dafür. Als nullte Anwendung gibt es der Zugriff über einen Browser, womit ich die Datenbasis ohne eine Anwendung sichten kann und erforschen kann, was es für Daten gibt, wie die miteinander verknüpft sind. Darüber hinaus kann ich den Dienst direkt in GIS-Software einbinden und an Fachapplikationen anknüpfen. Das gilt allgemein, weil es als OpenAPI
Dienst spezifiziert ist, aber speziell für Cookies sind wir im Moment bei der Entwicklung eines speziellen Plugins, was über die Objekte als Layers hinaus auch die Verbindung und damit Nachbarschaftsbeziehungen von Objekten visualisieren kann. Ein solcher Dienst ist natürlich ideal zur Automatisierung der Datenverteilung, wo verschiedene Instanzen derselben Plattform miteinander verknüpft werden können und Prozesse aufeinander zugreifen können. Die Bedienung von Standards wie Inspire in XFV ist auch möglich, aber darauf gehe ich in diesem Vortrag nicht weiter ein. Ich möchte nun als Beispiel verdeutlichen, wie dieses Modell in der Praxis aussieht. Und ich habe hier ein Gemeindeobjekt mir rausgesucht aus dem Allgemein Gemeinderegister des Statistischen Bundesamtes. Das ist ein Objekt, das die Gemeinde Drebach repräsentiert. Und auf der rechten Seite sehe ich ein JSON-Objekt, wie es aus dem API-Service geliefert wird, das verschiedene Felder enthält, also zum Beispiel den Namen der Gemeinde, den Typ, dass es eine Gemeinde ist, Schlüssel aus dem Quellsystem und Schlüssel aus dem Envisio-System. Ich kann über denselben Dienst mir nun Verbindungen dieses Objektes anzeigen lassen. Also zum Beispiel, dass die Gemeinde Drebach in dem Kreis Erzgebirgskreis enthalten ist. Wenn ich die Verbindungskette weitergehe, sehe ich dann, dass in dem Erzgebirgskreis weitere Gemeinden enthalten sind, aber auch, dass der Kreis Teil des Regierungsbezirks Chemnitz ist. Im nächsten Schritt hängt dann das Bundesland Sachsen dran und andere Regierungsbezirke hängen an dem Bundesland und so weiter. Ich könnte jetzt also von Objekt zu Objekt springen und mir die gesamten Verknüpfungen in dieser Datenbasis anschauen. Andererseits kann ich mir über denselben Dienst aber eben auch die Metadaten anzeigen lassen. Das ist hier verdeutlicht durch die Beziehung zwischen dem Objekt Drebach und dem Objekt Gemeinde, was auf der einen Seite eine Instanz ist und auf der anderen Seite ein Klassenobjekt. Ich sehe also, dass es neben den Objekten, die hierarchisch miteinander verknüpft sind, auch noch andere Objekte gibt, die auch Teil der Klasse Gemeinde sind. Und das erlaubt es mir, alle Objekte abzufragen, die zum Beispiel in einer klassischen GIS-Software als Layer dargestellt werden würden. Was hier dann aber eben auch möglich ist, ich kann weiter in die Metaebene gehen und mir anschauen, wie die Klassenobjekte mit anderen Klassenobjekten verknüpft sind. Also hier zum Beispiel, dass die Kreisklasse und die Gemeindeklasse über eine Verbindungsklasse Gemeindekreis verknüpft sind. Außerdem sind hier die Felder der Tabellen für die Gemeindeklasse als Objekte repräsentiert, also zum Beispiel Gemeindeschlüssel, die Schlüssel im Quellsystem, Objekttypen, Namen und so weiter. Also das gesamte Modell der Realität und der Metaebene ist über denselben Dienst verfügbar. Im Folgenden möchte ich nun zwei Anwendungen vorstellen, für die wir dieses Verfahren verwendet haben. Das ist einmal das Open Data Portal der Stadt Dresden, wo wir eine Anzahl von Collections, die dort verfügbar sind und Daten aus allen möglichen Ressorts der Stadt Dresden enthalten, bei uns eingespielt haben. Also das sind zum Beispiel Daten zu öffentlichen Einrichtungen, die Straßen in einem Knotenkantenmodell, Brutto- und Nettoblöcke der Verwaltung, Stadtteile und so weiter. Dann haben wir 3D-Gebäudedaten der Stadt Dresden im CityGML-Format eingespielt und des Weiteren ÖPNV-Informationen aus dem Delphi-Projekt. Wir haben diese drei Quellen abgefragt und bei uns in dieselbe Datenbank importiert und dann Verbindungen zwischen diesen Objekten hergestellt. Nun könnte ich als Nutzer mir anschauen, okay, ich habe eine öffentliche Einrichtung, zum Beispiel eine Schule, und kann mir anzeigen lassen, in welcher Adresse liegt diese Schule, was für ein Gebäude gibt es an dieser Adresse, welche öffentlichen Personennahverkehr-Optionen gibt es in der Gegend und so weiter. Als zweite Anwendung haben wir die Datenföderierungsschicht des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen. Wir wurden dort beauftragt, eine zentrale Datenhaltung für die öffentlichen Stellen zu entwickeln und haben dann Messstellen des LANOVs zu Wasser, Boden, Luft und Anlagen eingespielt, sowie das gesamte Messnetz, Verwaltungseinheiten und so weiter. Das ist eine wesentlich größere Datenbasis, also überblicksmäßig besteht das aus mehreren Dutzend Objekt-, Sach- und Geometrieklassen sowie über 100 Verbindungsklassen und insgesamt Millionen von Messwerten dieser Messstellen. Dieses Projekt nehmen wir jetzt beispielhaft als, um nachzuweisen, dass das Verfahren halt auch auf große Datenmengen skaliert. Damit möchte ich zum Abschluss kommen. Ich habe in dem Vortrag vorgestellt, wie man durch Harmonisierung heterogener Daten in immer wiederkehrende Strukturen
eine Datenbasis ermöglichen kann, die mit einem leicht verständlichen Modell die einfache Verwendbarkeit vieler Daten ermöglicht und wie durch die Verknüpfung der Daten die Komplexität des Systems wiedergespiegelt werden kann. Und wir erhoffen uns dadurch, dass durch diesen Zwischenschritt der Harmonisierung weniger Konvertierungen notwendig sind und damit mit weniger Aufwand, Ressourcen und Kosten deutlich mehr Anwendungen realisiert werden können. Und zuletzt müsste ich noch dem BMDV danken für die Förderung des Projektes und darauf hinweisen, dass nach Abschluss des Projektes die Software als Open Source verfügbar sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, recht herzlichen Dank, Werner, für diesen sehr interessanten und sehr schön vorgetragenen Vortrag. Im Chat sind schon auch eine Reihe von Anfragen eingetroffen. Die erste Frage wäre, fallen da nicht im hohen Maße Metadaten an? Wie geht ihr damit um? Also das, ja, die Frage kann ich uneingeschränkt mit Ja beantworten. Das sind an jeder Stelle brauchen wir die Metadaten für die Beschreibung der Konvertierungen, die stattfinden. Und wie ich versucht habe, in dem Vortrag zu erklären, werden diese Metainformationen in demselben System gespeichert, in dem die Realitätsdaten abgelegt werden und sind dann auch umgekehrt für Nutzer im Export verfügbar. Das heißt, ich kann mir nach den zahlreichen Konvertierungsschritten anschauen, wo die Daten ursprünglich einmal herkamen und wie die verarbeitet worden sind, was bei der Verarbeitung im Zweifelsfall passiert ist und wie die miteinander zusammenhängen. Also zum Beispiel auch sowas, was halt für Qualitätssicherung wichtig ist, wie viele Daten haben einen Plausibilitätstest zum Beispiel nicht bestanden oder solche Informationen sind in demselben System enthalten und dann verfügbar. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage lautet, ist es jetzt eigentlich, also erstmal möchte ich noch vorausschicken, es ist ja eher etwas, was in einem Academic Track landen würde, wenn es eine internationale Open Source Veranstaltung wäre. Ist es eher ein Forschungsprojekt oder ist es jetzt schon ein operabler Ansatz, der sich auf verschiedene Szenarien oder Anforderungen anwenden lässt? Also im Moment ist das tatsächlich noch in der Entwicklung begriffen und ist also ein vom also ist ein Förderprojekt, in dem wir den Ansatz entwickeln. Allerdings sind wir zurzeit halt mit dem Lahnhof in NRW in Kooperation, um den Ansatz dort einzuführen und haben auch mit einem anderen Projekt in Bayern angefangen, den Ansatz dort umzusetzen. Das heißt, um tatsächlich für die Landesverwaltung da ein verwendbares System daraus zu entwickeln. Und das soll dann nach Abschluss der Entwicklung für die auch zur Verwendung kommen. Genau. Also das ist sozusagen der Kern von dem, was wir machen, ist ja relativ graue Materie in der Datenbank. Und uns fehlt noch viel von dem drumherum, was bunt und schön aussieht und auch eine schöne UX-Oberfläche hat. Aber der Kern, an dem wir entwickeln, der wird noch größer werden, aber der ist schon relativ weit gediegen und kann eben, wenn er im Schrank steht, schon wunderbar funktionieren. Wir haben aber noch keine schöne Schranktür. Okay, in dem Zusammenhang vielleicht die letzte Frage. Gibt es das Anwendungsbeispiel auch online als Demo? Das ist zurzeit noch nicht online verfügbar. Das ist teilweise dem geschuldet, dass die Daten, die wir für die Implementierung verwenden, nicht alle Open Data sind. Das heißt, wir können die Datenbasis, die wir zurzeit verwenden, auch nicht vollständig online zur Verfügung stellen. Und was in dem System vorgesehen ist, aber noch nicht implementiert ist, ist die Trennung, dass unterschiedliche Nutzerrechte an die Daten angeknüpft werden können. Sobald das implementiert ist, können wir das dann halt auch tun, sodass dann eben die Daten, die tatsächlich Open Data sind, also zum Beispiel die in dem Testprojekt von der Stadt Dresden zur Verfügung gestellten Daten, die wären dann online verfügbar und die privaten Daten von Datenlieferanten, die nicht zur Verfügung stellen wollen oder dürfen,
die sind dann eben nicht verfügbar. Und das ist aber zurzeit noch nicht online erreichbar, aber ja, das ist in Arbeit. Genau, also im Juni wird dieses Förderprojekt enden und bis dahin ist das Ziel, dass wir auch das, was wir programmieren, Open Source zur Verfügung stellen und entsprechend auch eine Dokumentation und eine Demonstration gibt, die von außen wahrnehmbar ist. Ich würde noch einen Aspekt interessieren. Wie können denn Daten in Suchmaschinen, in Websuchmaschinen auffindbar gemacht werden? Also ich denke immer, man hat so viele Geodaten. Aber wenn ich etwas suche in Google, dann lande ich halt bei Google, mehr oder weniger bei Google Maps. Und ich möchte eigentlich woanders landen, viel lieber woanders landen. Nun, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das hängt hauptsächlich damit eben auch zusammen, was an den Datensätzen für Metadaten dranhängen. Also es gibt ja eine ganze Anzahl von Open Data Portalen, auch schon in Deutschland. Ja, das Problem dort ist ja oft, dass ich da eine Datensatzbeschreibung habe und dann da einfach ein Datensatz dranhängt, aber die Daten zwischen den Datensätzen nicht miteinander verknüpft sind. Und also wir wollen das sicherlich, dass die, da wir die Daten alle miteinander verknüpft zusammenspielen, dass die dann auch gemeinsam verfügbar sind. Wie das tatsächlich einer Suchmaschine übergeben wird, tja, dazu haben wir, soweit ich weiß, Janik, weiß ich nicht, noch keine Untersuchung angestellt. Nee, genau. Also wir haben eben einen erweiterten API-Features-Dienst aufgebaut und diesen Graphen-Viewer, den Werner gezeigt hat, aber das sind sozusagen Eigenimplementierungen, wo wir nur die Daten zeigen können, die wir auch haben, weil wir dazu die entsprechenden Metadaten aufgebaut haben. Ja. Ja, ich denke, man muss vielleicht auch bei Google anmelden, den Server anmelden und solche Dinge. Also vielleicht auch aktiv werden, damit die Dinge eher gefunden werden. Und dann kommen noch so Dinge wie ADF-Format und so weiter vielleicht in Frage. Ja, es ist natürlich ein bisschen, also die API, die wir da anbieten, die bietet natürlich selbst eine Suchfunktion, mit der geografisch und inhaltlich in den Daten gesucht werden kann. Das ist natürlich nicht so eine günstige Schnittstelle für Suchmaschinenoptimierung, weil die Datenbasis dahinter natürlich dynamisch ist. Und also so ein, und vor allen Dingen, weil die natürlich auch dadurch, dass da eine Vielzahl von Verknüpfungen drin sind, den Graphen, den ich vorhin gezeigt habe, das ist nur ein relativ kleiner Ausschnitt davon. Wenn man das klassisch einem Webcrawler in die Hand drücken würde, das kann nicht funktionieren, weil das nicht nur rekursiv, sondern halt auch quer verknüpft ist. Und also ein Crawler, der kann die Datenbasis nicht erfassen, weil er dann immer wieder zurückkommt, würde ich sagen. Also ich glaube, der einfachste Fall wäre dann halt eben eine Anbindung an bestehende Anwendungen, die dann halt die Daten wissen, auf welche Daten sie zugreifen müssen. Okay. Gut, vielen Dank. Ich denke, dann sind wir mit den Fragen zu diesem Vortrag durch. Ich danke nochmal Werner für diesen sehr schönen Vortrag und Janik für die Unterstützung in der Diskussionsphase.